Da müsste es haben die. Oh Gott, was hab ich getan? Oh Gott, was hab ich getan? Wo kommt der denn? Ganz ehrlich, wir haben so viel Munition. Brauchen wir die Rohrzange überhaupt als Nahkampfwaffe? Wir haben 3 Schusswaffen. Eine davon richtig OP. Deshalb, ich glaube, die tun wir erstmal raus. So, okay. Ich würde vorschlagen, als nächstes gehen wir erstmal raus. Also, sprich, ich gehe jetzt hier hin. Und dann schauen wir mal, wo wir als nächstes lang gehen. So, keine Ahnung, ob das klappt. Ich habe jetzt auch ein bisschen Muni. Benutzen ein bisschen, by the way. Ich weiß keine Ahnung, ob das klappt, aber ich will nochmal versuchen, da wo die Neonlichter sind, da war ja der Weg runter den Gullideckel. Und ich möchte versuchen, da runter zu kommen. Da gab es noch 2 Räume, wo ich ein paar, naja, nicht so wichtige Items, aber generell Items übersehen habe. Und ich möchte nachschauen, ob ich die noch holen kann oder ob es jetzt gar nicht mehr möglich geht. Möglich ist, weil die Boote ja auch alle weg sind. Doch, ich kann runter. Perfekt. Was machst du denn hier? Okay. Kann ich auch wieder zurück? Ich kann nicht wieder zurück? Hm? Warte mal, also ich kann wieder runter? Okay, hier ist der Fahrstuhl. Mit dem kam ich dann mal beim Office wieder raus. Okay. Ich hätte auch über das Office hier reinkommen können. Ja, es fällt mir jetzt auf. Okay. Egal. Hier in diesem Raum und in dem Dach gibt es noch was zum Einsammeln. Warum ist jetzt ein Hund? Gibt es vielleicht auch was Wichtiges Neues? Oder was? Aber wo könnte denn was sein, was ich übersehen habe? Oh Gott, der Hund nervt. So. Hast du mich gesehen? Ja. Nein, nein, nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier ist was. Wow, war das schon immer hier? Ja, hau einfach ab. Genau. Da, ich hab's ihm voll gezeigt. Halt die Klappe. Klappe! Ja, jetzt haut er rum. Okay, warte, hier noch was drin. Die Gegner sind hier weg, ne? Hier waren ja richtig viele Gegner. Und dann waren die weg. Hier ist bestimmt immer was ganz Kleines noch zum Einsammeln. Und wie Muni oder so. Wahrscheinlich. Was ist das? Ding, ding, ding. Ernsthaft? Okay, hier war ein Hinweis, wie man das aufbauen soll, aber brauchte man dafür einen Hinweis? Also für andere Dinge im Spiel, ja, aber dafür? Seltsam. Hey, klein Mäusekind, na? Was versteckt ihr hier vor mir? Eine Gummiente versteckst du, ne? Aha. Die leben da noch immer noch, okay. Die juckt das also nicht, wenn man die abschießt. Interesting. Untersuchen. Ja, okay, ich kann das Licht an- und ausmachen. Toll. Ja, was fehlt denn hier? Komm schon. Wo ist es? Der eine Kasten am Muni. Wo ist er? Hä? Wo versteckst du ihn von mir? Oder ist es irgendwas anderes? Hm! Was? Die Dinger kann man untersuchen. Oh. Das wusste ich gar nicht. Okay, wow, hier ist sehr viel Munition, sehr viel Healing. Lass mal kurz sehen. Boah, ich kann das alles nicht. Ich hab so viel Stuff. Ja, okay, die Schokoriegel sind jetzt nicht so mein Fall. Die benutze ich eigentlich nie. Deshalb können wir die direkt mal verschwenden. Und da wir gerade sowieso vom Hund verprügelt wurden. So, zack, perfekt. Sind jetzt auch fertig hier. Ich hau jetzt wieder ab mit dem Fahrstuhl. Und dann schauen wir mal, wo es weitergeht. Ich stelle fest, dass ich auf dem Weg sehr viel Muni verschwenden muss. Das ist echt nervig. Weil viele neue Gegner gespawnt sind. Wie ihr sehen könnt. Okay, perfekt. Wir sind dann somit erst mit unserer kleinen Session an Backtracking fertig. Und als nächstes würde ich sagen, gehen wir zurück zum Public Park. Denn ich habe festgestellt, nochmal nachgeschaut. Also nachgeschaut und festgestellt, genau. Dass wir tatsächlich schon alle Ingredients haben. Ja. Habe ich gar nicht gecheckt. Aber doch, wir haben alles, was wir brauchen, um das Zeug herzustellen. Wir brauchten nur 3 Gegenstände. Ich dachte, wir brauchten 4. Ich weiß auch nicht, warum ich das gedacht habe. Jedenfalls
gehen wir die eben abholen, die Gegenstände, und dann machen wir das direkt mal. Weil, was soll man denn sonst noch tun? Das ist eine gute Frage. Was soll man denn sonst noch tun? Ich wollte die Brille noch abgeben. Well! Ja, komm, mach ich eben. Wow, ach komm, ich habe mich doch gerade erst geheilt. Dieser Hund ist so asozial gespawnt oder platziert. Das ist echt scheiße. Ich weiß nicht, wer den da hingepackt hat. Okay, ich weiß auch, wie man es hier rauf tut. Das habe ich extra nachschauen müssen, weil ich keine Ahnung hatte. Aber tatsächlich, passt auf, wir sollen einfach sie an uns ranlassen. Aber nicht so, dass sie weiß, dass wir da sind und direkt zuschnappt und uns killt. Sondern wir sollen sie einfach generell ranlassen. Das heißt, komm her. Ja, Mist, jetzt haben die... oh Gott, was hab ich getan? Oh Gott, was hab ich getan? Wo kommt der denn? Das war too much. Hab ich eine Bombe? Ich hab keine Bombe dabei. Okay, well... ich mach mal die Waffe hier. Zack, 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 zack. Eins. Zwei. Drei. Und jetzt hat er mich nicht gesehen. Perfekt. Was? Die haben mich gesehen? Die kommen jetzt auf mich zu? What the hell? Den Vogel habe ich immer noch nicht gesehen. Ja, die kommen wirklich jetzt, Alter. Ist das dumm. Der backt auch so rum. Na, was geht ab, Kumpel? Hä? Na? Ja. Wo ist der Vogel? Ist er bei dir? Das ist bei ihr. Vor allem, der hört mich gar nicht, ne? Okay, ich versuch's. Müssen E drücken. Da, jetzt. Jetzt haben wir's. Jetzt sieht sie uns wieder. Oh, Katzi. Ja, hey. Kannst du wieder was sehen? Oh, perfekt, das ist direkt ein Spiegel. Schön, oder? Stay nice and calm. Ganz ruhig. It's been a long time since you saw yourself, huh? Happens to all of us. What? Huh? We all get shocked sometimes when we look in the mirror. Oh, sorry. Sorry. Was? Das sind Plastikaugen. Die hatte vorher gar keine. What? Wie? Was? Okay. Blick in den Spiegel. Gordon hat Pearl geholfen. Geil. 3 von 4 Leuten haben wir geholfen. Genau. Jetzt fehlt wirklich nur noch Ricky. Und ich weiß auch mehr oder weniger, wo wir ihn treffen können. Das heißt, ja, jetzt gehe ich nochmal wieder zurück zum Garten. Und jetzt machen wir auch das, was ich vorher machen wollte. Und zwar kochen. Jesse, wir müssen kochen. Wow! Jesse, bring mich doch nicht um! Alter, ich bin fast tot! Ich glaube, ich heile mich mal ganz schnell. Ich bin immer noch auf Warnung danach? Ernsthaft? Oh Gott. Ja, okay, nochmal benutzen. Jetzt habe ich keine Healing mehr. Ah, shit, das hätte ich vielleicht aufsparen sollen, ne? Naja, jetzt ist es zu spät. Ich hab doch so viel Geld, wieso heile ich mich einfach in der... Ja, ich hatte Angst, okay? Ich hatte jetzt einfach Angst. War aber nicht das Klügste. Aber hey, jetzt habe ich zumindest ein bisschen Platz in meinem Winter. Oh, sehr gut. Okay, dann brauchen wir den Filmentwickler. Das Readout und Trompetenpolitur. Die drei Items. Und das war's, glaube ich, auch sogar schon, ja? Die Scheibe, die brauchen wir gleich noch, aber jetzt noch nicht. Actually, wenn wir schon mal so weit sind, wenn wir hier sind, speichere ich direkt mal. Heilen, ja, hätte ich hier vorher machen sollen, habe ich nicht dran gedacht. Egal. So, gespeichert. Perfekt. Wir haben so viel Money. Wir können es eigentlich jetzt jedes Mal heilen und speichern, wenn wir in so einer Station sind. Oh Gott, da wünsche ich mir, ich hätte die Bottles, die Heilungsbottles alles nicht verbraucht, ne? Okay, 3 Schüsse brauchen die eigentlich, manchmal aber 4, ich verstehe nicht warum, oder woran das liegt. Was der Unterschied ist und so. Hier war noch ein Köter, ne, direkt am Anfang. Ja. Was geht ab, Kumpel? Bams. Wir fallen jetzt halt nach links, das ist fake, wir müssen hier lang. Ist er hier? Der macht mir Angst. Der war bei mir. Oh, kann ich schießen. Ups. Nicht gut. Ich verschwende meine Muni.
Was nehmen wir als Muni? Ich weiß es nicht. Können wir so viel benutzen eigentlich? Okay, hier ins Gewächshaus. Ja. Okay, was müssen wir nochmal machen? Da stand ein Zettel, der hat's beschrieben. Garden. Rezept für Marmeladenlöser. Perfekt. Okay. Gib die folgenden Zutaten in die Flaschen der Mischstation. Okay. Bam. Rot. Grün. Blau. Ich mach dir nächsten Powerpuff Girls hier. Okay. Drehe mit dem Wasserhahn das Wasser auf. Alright. Hier. Piep, piep, piep. Ne, jetzt ist auf. Ja? Okay. Halte die folgenden Knöpfe jeweils so lange wie angegeben gedrückt. Rot über eine Sekunde, grün über eine Sekunde, blau über 3 Sekunden, grün über 2 Sekunden. Rot, grün, blau, grün. Rot, grün, blau, grün. Okay, mach richtig. Jam Solvent. Jams. Falls es richtig ist. Chemikalie. Eine Flüssigkeit. Alt. Eklig. Alt? Wir haben es gerade gemacht. Ist dein Ernst? War es denn jetzt richtig? Er hat doch Ding Ding gemacht. Die fertige Lösung kann unterhalb der Mischstation abgefüllt werden. Okay, ich hoffe mal, es war alles richtig. Sollte alles richtig sein. Okay, die Dinger haben sich auch verbraucht jetzt. Alles klar. Wir haben, glaube ich, jetzt sogar genug Platz. Ja, doch, wenn ich so mache. Um auch die Scheibe mitzunehmen. Dann können wir direkt mal einsetzen, wenn wir sowieso jetzt hier abhauen. Und da wir jetzt fertig sind, heißt das, ja, das ist eine richtige Mischung, die wir erstellt haben. Perfekt. Ja, dann hauen wir jetzt hier ab. Hol noch schnell die Scheibe mit. Dann können wir die erste Scheibe schon mal abgeben. Ich weiß noch nicht, wo wir die zweite kriegen. Wahrscheinlich dann im nächsten Gebiet. Gehe ich mal von aus. Komm mal ab, bitte. Danke. So, Muni. Sollte reichen. Ansonsten könnte ich auch eine Patrone jetzt aufbrauchen für den großen Köter hier. Ich habe noch genug. Oder muss ich überhaupt? Muss ich? Maybe? Maybe nicht? Nee, ich hab Glück. Perfekt, danke, Kumpel. Alright, alright, alright. Hier, die Scheibe. Nehmen. Hat gepasst. Passt wie angegossen. Yippie. Haben wir noch Muni drin? Nee. Doch, hier ist. Ich sehe es gar nicht. Ja, doch, wir haben noch 6 Patronen. Das heißt, ich kann ruhig noch die große Gun nochmal benutzen. Ja, komm, wir rüste ich jetzt die aus. Wir haben so viel Muni dafür. Passt. Okay. Freunde, ich habe keine Ahnung, wie ich das alles zusammenschneide, wie die Folgen sind, aber. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Ich muss sagen, bisher habe ich sehr Spaß an dem Spiel. Bisher ist es echt cool. Ab und zu, vor allem in der ersten Hälfte des Spiels, viele Rätsel, die sehr seltsam und verwirrend sind. Aber ansonsten macht das Spiel schon Spaß. Ich meine, der Preis war irgendwie zwischen 20 und 30 Euro ungefähr. Ist schon ein Stückchen. Aber ja. So, was steht da? 64? Was steht da? Keine Ahnung. Okay, eine Hälfte haben wir. Perfekt. So, ein bisschen Platz im Inventar und in der Kiste. Ganz wichtig. So, hier im Hotel. Können wir uns auch noch ein bisschen umschauen? Stimmt. Nee. Oben sind noch ein paar Bobble-Figuren, ne? Oben war noch ein paar... Ernsthaft? Seit wann ist das kaputt? Seit wann kann man sich das nehmen? Okay, wartet mal. Jetzt habe ich mich selber aus dem Konzept gebracht. Auf jeden Fall, hier oben sind diese Bobble-Figuren, generell diese Figuren. Man muss mal hier überall was draufsetzen. Und ich dachte, dass die Brille eins von den Items wäre. Und als wir das alle erst einmal in die Maske gefunden haben, dachte ich, das wäre das zweite Item. Aber dann hat es alles einen anderen Sinn ergeben und nicht diesen Sinn hier. Und ja, das hat somit nicht gestimmt. Okay, ich vermute mal, dass wir hier dann, nachdem wir den Fahrstuhl benutzt haben, dann hier später Items bekommen oder generell Schlüssel und alles, um hier durchzukommen.
Unten gibt's noch was. Ist da mit der Automatik gemeint? Da kann ich ja eine Münze einwerfen, theoretisch. Oder ist hier noch ein Eid? Ist hier irgendwas noch? Habe ich irgendwas übersehen? Bisschen Zigaretten oder so? Nee, was soll ich denn hier noch mitnehmen? Hey, das ist aber nice, weil jetzt können wir einfach da schon rein. Das Hashtag haben wir. Ja, okay, dann gehen wir da jetzt hin, ne, wenn ich schon habe. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, das kriegen wir ein bisschen später. Ne, kriegen wir jetzt. Das heißt, man kann das schon so viel früher hier machen. In Aviary. Jetzt bin ich aber gespannt. Was gibt's denn hier so bitte so Schönes? Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht ist das optional? Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dieser Ort ja optional ist. Hier kann man speichern. Tools 2? What? Okay, das hier ist wohl der Haupt-Safe-Room im ganzen Spiel. Interesting. Aha. Index verwenden? Was heißt das? Kann man zweimal machen. Habe ich jetzt etwa eine Bombe? Interpunktion. Was habe ich denn dafür abgegeben? Ein Stabmagazin oder so? Ich pack's mal weg, weil ich benutze die Bomben nicht so gerne. Obwohl, warte mal, die ist aber nur ein Slot, ne? Eigentlich können wir alle unsere Munition jetzt wieder mitnehmen. Ja, doch. Ist vielleicht klüger, alles mitzunehmen. So. Mehr oder weniger zumindest. Ich bin ein bisschen verwirrt, ob ich das merken kann. Öffnen. What? Da ist noch ein Bereich. Alter, ich bin total überfordert, Spiel. Warte mal einen Moment. Kumpel, entspann dich. Hier ist ein Licht. Wo führt das hin? Power. Batterien. Batterien? Da oben? Für hier? What? Man kann von hier rausgucken, das ist cool. Wo es ja eigentlich eine andere Map ist. Ich glaube es zumindest. Blob. An. Nein. Aus. Nein. An. Fehlt nochmal Strom? Brauche ich noch eine Batterie? Oder muss die Batterie woanders hin? Muss hier eine hin? Nee, der muss an. Oder? Hier ist nichts. Ah. Okay. Ist auch nichts. What? Hi. Okay, er soll offensichtlich irgendwie Licht angehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es entweder so ist, dass es in der richtigen Reihenfolge an- und ausgeschaltet werden muss oder so. Oder dass was ganz anderem zu tun hat. Dass irgendwie so ein, nochmal irgendwo Strom, ein weiterer Stromkasten noch angemacht werden muss. Keine Ahnung. Toller Besen. Hm? Das hat funktioniert? Den aus? Die anderen beiden sind automatisch angegangen dadurch? Und jetzt ist hier ein Tor offen? Noch ein Gang. Was? Ich dachte, ich bin aus der Map gefallen. Dog Food! Ah, hier kommt Platz mehr. Aber wir haben Hundefutter gefunden. Wo sind wir denn? Alter, wie riesig ist das Gebiet denn noch? What the hell? Okay, warte, lass mich nochmal rein. Ich möchte doch die Sachen abgeben. Machen wir später. Den ganzen spaßigen Zeug hier. Ja, okay, komm, eins kannst du mir lassen, komm. Komm, eine Bombe kannst du mir anvertrauen, Spiel, ja? Eine geht doch noch. Dogfood, das war 6, ne? Lass mal sehen. Yes! Yippie! Eine Tüte voll mit Hundefutter. Wo, wunderbar. Ich hoffe, ansonsten sind hier keine Items. Ne, das war's. Das ist nur ein Übergang zu der Müllhalter? Ich höre da irgendwas. Klebeband. Am Inventar ist komplett voll, Kumpel. Das sind vor allem die Patronen. Warte, wenn wir hier einen Gegner finden, kann ich direkt abschießen.
Oh, nochmal ein neues Gebiet. Wo bin ich? Aha, sieh mal einer an, wo wir hier gelandet sind. Okay, kommen wir gleich zu. Die Connections sind sehr interessant hier in dem Spiel. Wo was hinführt. Von bist du irgendwo, wo du niemals erwartet hättest, wo du jetzt hinkommen würdest. Das ist so strange. Aber irgendwie auch cool. Irgendwie ist das schon cool. Wieso hast du einen Riss? Wer hat dir das angetan, hä? Wer war das? Dem zeige ich's. Hm, wozu ist hier ein Garagentor? Wenn man hier eine Tür hat. Das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Ja, lehnen wir ein bisschen Patronen ab. Das Hundefutter. Oder können wir nicht? Doch, können wir. Wir müssen nur hier wieder ein bisschen Platz schaffen. Dann geht das. Jetzt geht das. So. Weil das Hundefutter, schön und gut, dass wir es haben, aber jetzt gerade bringt es uns das nicht im Inventar zu halten. Das können wir später abgeben. Oder gleich, wir schauen mal. Gott, wer ist denn da drin? Was geht hier ab? Was haben die mit denen angestellt, dass sie überhaupt so aggressiv geworden sind? Halt, die lassen sich nicht ansehen, dass die so aggressiv sind. Weil die also, ha, welcome, welcome, immer so machen. Aber natürlich sind die aggressiv, die von uns umbringen. Oh, ein Secret Tape. Also habe ich noch nicht alle? Okay, aber die ganzen Secret Tape Orte sind meistens... oh, cool. Sind, oh, cool. Hilfe. Sind eigentlich meistens optional, würde ich behaupten. Okay, sehr viel Muni. Kommt her, Freunde, kommt her, BATZ! Und BATZ! Cool. Ja, die könnte ich ja zukleben, aber Klebeband hätte ich viel früher im Spiel gebraucht. Jetzt brauchen wir es auch nicht mehr wirklich. Jetzt ist man stark genug eigentlich. Oder? Irgendwie schon. Andererseits... Nee, komm. Die Tür habe ich geöffnet. Die führt mich hier wieder zurück. Problem ist, was will ich hier? Schön und gut, dass es das jetzt hier gibt, aber ich werde es wahrscheinlich niemals gebrauchen. Ah, ja, ich weiß, was das ist. Und das, da waren wir schon 20 Mal da. Keine Ahnung, hat eigentlich nichts gefehlt. Bam. Komm her, komm her, komm her. Batz. Gut, mehr gibt's hier nicht. Zurück in das große Gartengehäuse. Da könnten sich noch irgendwas verstecken. Oder generell noch irgendwas sein. Ich habe so viele Bomben, ne? Ich glaube, das Spiel will wirklich, dass ich die mal benutze. Tools, Toolbox. Ja, Tools 2 kommt jetzt auch viel zu spät. Generell, ich bin der Meinung, wir sind gleich fertig mit dem Game. Also nicht gleich, aber halt. Ne, in einer Stunde oder zwei sind wir schon fertig. Ja, komm, eine Bombe reicht erstmal. Ich weiß nicht, ob ich die überhaupt benutzen werde. Und ansonsten... Ja, ich hab so viel Stuff. Ich hab einfach so viel Stuff, Mann. Ich hab so viel Stuff. Wie mache ich dich auf? Du bist... das Ding ganz oben. Okay, den habe ich auch... Ach, kann immer nur einer an sein? Ist das so? Ja, es kann immer nur einer an sein. Verstehe. Hier ist... Jackpot! Guckt euch deinen Scheiß an! Alter! Wir sind rich, wir sind komplett rich, Alter. Wahrscheinlich, ich spiele auf Normal. Ich glaube, wenn ich auf Überleben gespielt hätte, wäre das Spiel ein bisschen spannender jetzt gewesen. Aber ist nicht schlimm. Ich tue mal unseren kompletten Loot, den wir jetzt gerade gefunden haben, verstauen. Ja doch, komm, alles. Einfach alles. Ist viel zu viel. Was zur Hölle? Ding, 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 ding. Was will ich mit dem ganzen Dreck? Dreck? Was will ich mit dir? Ja, ein bisschen Tape verstecken. Zu viel Stuff. Das ist mir einfach zu viel Stuff. Ehrlich.
Ich hab zu viel. Ich meine, guckt euch meinen Background an. Ich hab zu viel. Mann. Und trotzdem kann ich es nicht lassen. Unfassbar. So, machen wir den noch aus, dann können wir uns noch den letzten Schatz anschauen. Nicht? Wird? Nicht? Muss der da unten an sein, aber der hier nicht? Ja, da geht das auf. Ich mach mal den da unten an. Gucken, was dann passiert. Komm, hüpfen. Tatsache. Wow, look, nothing. Cool. Wir haben auch alles drauf. Na gut. Dann gehe ich jetzt die Hunde füttern. Hau ab. Folgt er mich? Ich glaube, er versucht es, aber er schafft es nicht. Hau ab. Schießt jetzt einfach alle komplett direkt ab. Das wird so nervig. Oh shit, oh shit. Komm mit. Yippie. Ja, ich rufe jetzt sowieso hierher, wenn ich jetzt die Klinge anmache. Wie heißt sie denn? Wie heißt die kleinen Scraps? Flooper. Mahani. Oh, Süßen. Komm, komm, futtert. Futtert mal, ihr Süßen. Oh. Ja. Ja, essen. Das war's. Schon fertig? Hi, ich war das. Das war ich. Ich habe mich Futter gegeben. Ja, jetzt will ich nicht mehr abschießen und umbringen. Ja. Oh, er bleibt zu Hause. Es tut mir leid. In dem riesigen Sack war nur genug für drei drin. Eines Hundes bester Freund. Gordon hat den Hunden geholfen. Warte, können wir noch anderen Leuten helfen? Ich glaube, da muss ich mal gleich in den Achievements vorbeischauen. Guck ihn euch an. Oh, der Süße. Okay, ich glaube, die Hunde greifen uns jetzt nicht mehr an. Die sind jetzt alle, glaube ich, despawned tatsächlich. Geil. Fertig hiermit. So, jetzt aber wirklich zurück zum Hotel. Falls die Folge hier nicht vor euch endet oder so. Ich weiß nicht, wie ich das zusammenschneide. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal abspeichern. Perfekt.